Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team, nachdem ich Draxler komplett unter Wert draufgestellt habe. Zumindest was den Startpreis angeht. Zum Glück ist er Maximalpreis eingestellt. Habe ich mir gedacht, du musst jetzt einfach direkt nochmal eine Runde spielen, weil, ja, ich muss mich ablenken. Ich hoffe, dass das mit einer Runde Bundesliga geht. Da können wir jetzt zwei Matches machen. Fuck, fuck, fuck. Ich hoffe echt, dass der für viel Geld weggeht. Ach, oh, bitte, bitte. Mann, oh, scheiße, Mann. Ich darf nicht weiter drüber nachdenken. Ist halt echt bitter. Und ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Ich hätte ja sogar die Kohle, ihn mir dann nochmal zu kaufen. Und ich hoffe einfach, dass zwei, drei Leute ihn sehen und sich gegenseitig hochbieten. Und ich halt ihn mindestens mit Gewinnverkauf, am besten halt sogar über Marktwert weggeht. Also, dass er vielleicht über 300.000 geht oder so, wenn ich Glück habe. Schauen wir mal. So, jetzt aber weiter Bundesliga und ich muss mich ablenken. Deswegen Fokus hochhalten, zwei Spiele fokussiert nach vorn spielen, Abschlüsse nutzen. Bentaleb wird wahrscheinlich im Team bleiben. Inform Müller, den wollte ich eigentlich noch zwei Spiele testen. Der wird wahrscheinlich aus dem Team rausfliegen für Inform oder Second Inform Müller. Wird wahrscheinlich rausfliegen für Inform Dembele. Konzentriert spielen. Ich meine, auch im letzten Spiel hat mir einfach dieses Fokus behalten, dieses zum eigenen Fehler stehen und so weiter, hat mir echt geholfen, in der letzten Aufnahme ein Unentschieden zu schaffen. Und einen Sieg sogar einzufahren, wo ich den Gegner so dermaßen genervt habe. Okay, es war auch ein merkwürdiges Tor. Gut, es waren eigentlich sogar zwei merkwürdige Tore. Das eine war ein Eigentor vom Torhüter und das andere war halt, Draxler dribbelt mal ganz merkwürdig durch und macht das dann. Oh, jetzt habe ich nicht aufs Gründungsjahr geachtet. Oh, bitte kein Abbrecher. Ist zumindest erstmal ein normales Team, wenn auch kein mega krass ist. Falsche 9 mit Vardy. So, konzentriert spielen, Fokus hochhalten, wieder komplett das Ding durchziehen, von Anfang bis Ende. Und im besten Fall halt gewinnen. Sind mit einem Sieg in diese Saison gestartet. Vielleicht können wir das ja ausbauen auf zwei oder auf drei Siege, mal schauen. Smalling und Koscielny. Aber Koscielny sieht man irgendwie deutlich seltener als bei Bailly, wobei halt Koscielny auch immer über den Klee gelobt wird, was das Spiel angeht. Ich meine, er ist ja auch ein 85er, das soll ja nicht so schlecht sein. Wahrscheinlich ist, ich glaube, Koscielny ist einfach noch viel, viel teurer als Bailly und deswegen spielen die meisten halt lieber Bailly. Oh nein, die Latenz war noch grün. Leckt es jetzt gerade wie beschissen? Ne, ich glaube, es geht wieder. Ich werde einfach konzentrieren, das Ding wieder komplett durchziehen. Schade. Müller sollte sich auch nicht so merkwürdig drehen. Oh, den Ball haben wir doch eigentlich schon mit Vidal. Das hat er gut gedribbelt. Oh, keine Schussdeutung, einfach passen, danke. Oh, das hat zu lange gedauert. Danke, Fährmann. Da war zum Glück nicht so straff geschossen, der Schuss. Also, das hat er echt schnell durchkombiniert. Das darf nicht wieder passieren. Müller, was macht denn Müller da? Warum man da nicht Reus hinstellt? Das ist einfach das Schnellste. Okay, wen hat er denn da? Wer ist denn da so langsam, dass Müller einfach davonrennen kann? Schade. Oh Gott! Ich wollte echt sagen, passt auf, jetzt macht Vidal ein Distanztor und er macht's wirklich. Ich habe mich nicht getraut, es zu sagen, ich weiß nicht wieso, aber. Ich hatte irgendwie im Gefühl, er macht jetzt wieder mal eins. Ach du Scheiße, das war ziemlich weit weg. Das war ziemlich geil. Das war ziemlich krass. Aber mit dem schwachen Linken. Oh, das rutscht da, der rutscht da aber wunderbar über den Schlappen. Richtig schön über den Außenriss gerutscht. Da hat er extrem nach außen gedreht. Sehr geiler Beginn.
Aber irgendwie mein Gefühl sagte mir, jetzt musst du einfach einen aufziehen. Er war, glaube ich, auch ziemlich gut aufgezogen von der Stärke her und so. Oh nein, warum drehe ich mich denn rein? Das war richtig blöd. Aber ich habe nicht geahnt, dass er jetzt da so ein Mist abzieht. Fährmann, der wäre niemals rein. Oh mein Gott, wäre sowas von drüber. Sehr gut, Fährmann. Gegner ist auf jeden Fall gefährlich, müssen wir aufpassen. Boah, es war knapp, aber war geil. Wenn Müller hier die Pace macht, ey. Dabei ist er echt nicht schnell. Ungeboostet, die Pace. Oh, schade, wenn er den mitnimmt, den Ball. Dann wird's richtig geil. Danke. Ach so, war das vorhin vielleicht der andere Müller? Der da als letztes stand, das könnte natürlich sein, dass ich den gerade mit dem langsamen Müller verwechselt habe. Ah, das könnte natürlich sein. Deswegen ist er auch davon gerannt. Alles klar, jetzt kapiere ich das. Da hätte ich mich mit Piszczek erst zum Tor drehen müssen und dann schießen. Das passiert leider zu oft. Ich habe auch gedacht, das wäre Reus, ehrlich gesagt. Sehen sich ein bisschen ähnlich. Sehr gut. Was ist denn hier unten los? Alles frei. Oh, eigentlich sollte es ein Direktpass werden, macht leider keinen. Natürlich wieder ultra schwach. Was ich mir dabei gedacht habe, dass ich den jetzt lupfen in den Lauf passen will, das weiß ich auch nicht. Also das war richtig blöd. Direkt nochmal Distanzschuss, aber diesmal leider geblockt. Sehr schön, schade, jetzt war dabei beim Gegner. Kommt er noch ran, schade. Schöner Ball auf Reus. Mist. Aber zu läppig der Ball. Den darf ich so nicht spielen mit. Vor allem nicht mit Modest. Oh, scheiß Lackertor, ey. Unglaublich. Unglaubliches Lackertor. Aber hier muss ich, glaube ich, den Ball klären. Mit Sokrates und darf ich auf Passen drücken. Das war, glaube ich, der Fehler. Dann kommt er auch nicht die Situation zustande. Aber trotzdem ein Lackertor. Aber ich hätte es besser rausspielen können. Ich darf nicht auf Passen gehen. Ich muss dann mit Sokrates auf Klären gehen. Und deswegen. Die Situation hätte ich besser entschärfen können. Definitiv. Aber trotzdem war natürlich ein totales Lucky Tor. Mein Distanzschuss war wenigstens rausgespielt, Lel.
Aha, meiner Meinung nach war Martial zuletzt dran, aber okay. Bleiben wir leider noch hängen mit dem Pass. Der macht halt auch krass viele Fehler. Im Aufbauspiel. Mehr als ich, würde ich sagen. Schade. Schwierig aus der Drehung. Ich glaube, für eine Schusstäuschung hat er da nicht genug Ballkontrolle. Ist dann einfach zu langsam. Also zu träge. Sage ich doch, viel zu viele Fehler im Aufbauspiel. Was ist los? Ich wusste aber auch nicht, dass Reus da innen lang geht statt außen. Oder außen statt innen, also wisst ihr, was ich meine. Halt die andere Seite. Oh, eine Schussdeutung wollte ich natürlich machen. Fuck. Oh, so knappe Dinger, ey. Sagt er, da macht die ganze Zeit nur Fehler im Aufbauspiel. Ich komme da nicht durch. Also, er steht wahrscheinlich auch relativ defensiv, denke ich mal. Fehler werden dann einfach nicht bestraft. Schwacher Kopfball von Müller. Modest, Modest, was machst du denn? Ich wusste, dass der Kopfball geil kommt und er setzt ihn an die Latte. Ach Mann, solche Dinger musst du halt machen, wenn du dich in mein Herz spielen willst. Das ist so ein wichtiges Tor schon wieder gewesen. Er macht's halt schon wieder nicht. Boah, Vidal, ey, das sind 30 Zentimeter, du guckst zum Spieler. Weder mit seinen Dribblings noch mit seinen Pässen schafft das großartig durchzukommen. Hier hat er dann leider Glück und schafft es dann doch nochmal an den Ball zu kommen. Ich wechsle mal. Okay, war ein bisschen merkwürdig ausgespielt, aber im Endeffekt halt trotzdem drin. Die Schussdeutung mit Müller habe ich nur gemacht, weil ich schon auf Schießen gedrückt hatte und gesehen habe, oh Scheiße, Müller steht da aber nicht geil zum Schießen. Und deswegen habe ich da eine Schussdeutung draus gemacht, jetzt bricht er auch ab oder was? Brechen denn die immer alle nach einem 2-1 ab oder wie? Sieht so aus, von mir aus, dann geht's schneller. Tore, zweimal Vidal, auch interessant. Vorlagen Müller und Bentaleb. Bentaleb schon wieder mit einer Vorlage, interessant. Und Modest mit einem Alu-Treffer. Meine Herren, ey, den hätte er echt mal reinmachen können. So, nächstes Spiel. Schauen wir mal. Oh, es hat aber geholfen. Ich musste nicht mehr über Draxler nachdenken. Jetzt muss ich wieder nachdenken, aber es ist egal. Ich kann ihn mir dann. Also ich. Denk positiv, er wird für mindestens Marktwert verkauft, dann mache ich schon mal Gewinn und ich kaufe mir dann einfach nochmal
für den niedrigsten Preis, wie er halt dasteht. Vielleicht warte ich auch noch ein paar Tage. Ja, wobei, na, mal gucken, wann ich ihn kaufe. Aber vielleicht kaufe ich ihn dann sogar wieder etwas billiger und kann dann den Gewinn einstreichen. Mal gucken, mal gucken. Ich mache das schon irgendwie. Und wenn nicht, dann habe ich auch kein Problem damit, ein paar Zehntausender mehr zu bezahlen, um ihn wiederzuholen, weil ich weiß, er wird massiv im Preis steigen, sobald er die Second Inform bekommt. Und wie gesagt, der Spieler, mit dem ich die am meisten Verlust gemacht habe, bisher war Inform Lacazette, bestimmt mittlerweile bestimmt insgesamt 150 oder 200.000 Coins Verlust, von daher scheiß drauf. Aubameyang hat mich auch mindestens 100.000 gekostet. Aber da habe ich ihn dann einfach nur verkauft mit weniger Wert. Bei Lacazette war ja Verkauf, weil ich gedacht habe, oh Scheiße, du musst ihn billig loswerden, du musst ihn jetzt schnell loswerden, weil du deinen Second Inform holst. Dann, oh fuck, Second Inform ist viel zu teuer, kannst du nicht leisten. Und oh fuck, Inform ist jetzt auch total teuer geworden. Jetzt kannst du dir den zwar immer noch leisten, aber musst halt wieder mehr ausgeben, als wie du ihn verkauft hast. Das war halt ein bisschen blöd. Dann habe ich ihn teuer gekauft und musste ihn dann wieder für weniger verkaufen. Ich glaube, ich habe ihn einmal gekauft für 300.000, dann habe ich ihn verkauft für 215.000, dann habe ich ihn gekauft für 340.000, und dann habe ich ihn verkauft für 260.000. Das ist halt schon sehr gut. Das einzig Gute ist halt, dass ich nicht lange warten muss, bis Draxler jetzt verkauft ist, weil er ist ja nur eine Stunde draufgesetzt worden. Wir haben jetzt mal zu einer anderen Uhrzeit lieber gewesen, aber mal gucken, was man bekommt. Und wie gesagt, ich habe das schon häufig gesehen, dass die preiswert am Anfang draufgestellt wurden, die werden dann entdeckt von den Schnäppchenjägern und die bieten sich dann gegenseitig so hoch, dass sie am Ende mehr ausgeben, als der preiswerteste im Sofortkauf wert ist. Weil wie war denn das gleich? Bei Lewandowski zum Beispiel. Als ich mir Lewandowski gekauft habe, habe ich ja auch so ein bisschen geguckt, dass ich ihn preiswerter bekomme. Und da gab es immer wieder Spiele, auf die habe ich normal geboten, weil sie halt gerade im Angebot waren. Und da wurde dauernd weiter nach oben gesteigert. Und ich sage jetzt mal, keine Ahnung, man hat halt Lewandowski bekommen, Sofortkauf für 400. 12.000, dann habe ich auf einen geboten, der bei 390.000 stand, und dann haben die so lange sich nach oben geboten, bis halt der Lewandowski, der ursprünglich mal für 390.000 erhältlich war, bei 430.000 war. Es gab aber schon einen Spieler, also einen Lewandowski, den konnte man für Sofortkauf für 412.000 kaufen. Also haben die sich sinnlos weiter nach oben geboten, weil sie unbedingt den Spieler halt haben wollten. Ich hoffe, dass es bei Draxler auch passiert. Es ist jetzt mitten in der Nacht, und das ist nicht mehr ganz so wahrscheinlich, und es kann passieren, dass ich ihn jetzt unter Marktwert verkaufe, aber wahrscheinlich immer noch mit Gewinn. Also ich glaube nicht, dass der für weniger als 200.000 weggehen. Der wird wahrscheinlich eher für mehr als 200.000 weggehen. Aber ich hoffe halt, dass er für über Marktwert weggeht, damit ich halt ihn halt preiswert mit Sofortkauf nochmal holen kann als Once to Watch und im besten Fall halt gar keinen Verlust mache oder halt nur minimal. Ich meine, wenn ich jetzt 20, 30, 40, 50.000 Verlust mache, ist da ja noch nichts bei. Aber ist natürlich ärgerlich. Ich verstehe gar nicht, wie mir das passieren konnte. Anscheinend habe ich meinen kompletten Fokus und Konzentration im Spiel verbraucht und dann war ich einfach zu unfokussiert und habe gedacht, das ist da der richtige Taster, aber es war natürlich total blöd. Jungs, ich bin zwar 2015er, aber das ist doch scheißegal. Ihr findet doch eh keine anständigen Gegner sonst. Jetzt habt euch mal nicht so. Ach, dieser Kopfball von Modest. Modest lässt halt auch einfach teilweise zu viel liegen, ne? Wenn er den halt, oder wenn ich den vielleicht den Kopfball ein bisschen in die Ecke ziehe, dann geht er wahrscheinlich auch rein, weil dann logischerweise der Weg zum Tor länger ist. Oh, jetzt spielt er doch gegen mich, sehr schön. Viert-2-3-1, aber das enge 4-2-3-1, das sieht man, glaube ich, sogar häufiger als das, was ich spiele mit LMRM. Der spielt halt mit 3 ZOMs, aber das finde ich halt immer ein bisschen zu krass, 3 ZOMs, zumal es auch nicht in jeder Liga so ist, dass man, also man muss dann halt einfach, also es ist logisch, aber man muss dann halt drei richtig geile ZOMs finden in der Liga. Und finde mal in einer Liga drei richtig geile ZOMs. In der League A würde es funktionieren, wobei die Frage ist, ob die ZOMs, die in der League A bei mir gut funktioniert haben, im 4-2-3-1 mit LMRM, ob die halt auch in dem System funktionieren mit drei ZOMs, das weiß man ja nicht. So, jetzt aber egal, Konzentration und vielleicht den nächsten Abbruch erzwingen durch ein schönes. Na gut, ein 2-1 nicht unbedingt, das bedeutet ja, dass ich. Oh, schade. Bedeutet ja, dass ich schon ein Gegentor gefressen habe. Lieber dann ein 2-0 oder so. Oder noch besser. Oh, das war schlecht gespielt.
Danke. War er zu sehr mit dem Abdrängen meines Spielers beschäftigt. Ist doch schon mal gut. Fuck, Mann, warum hat Modest dieses Kopfball-Tor nicht gemacht? Das ärgert mich, weil ein kopfballstarker Stürmer, da freue ich mich natürlich dann doppelt, wenn er auch mal ein Kopfballtor zielt. Oh, Benderlepp ist jetzt nicht so schnell. Wir haben jetzt zwar schon Shadow gegeben, aber. Ah, schwache Ballannahme. War natürlich auch ein schwieriger Pass, aber also der Pass war schwierig anzunehmen, aber ich habe halt gehofft, dass er den entsprechend gut annimmt. Ah, dafür erobert sich hier Pisscheck. Was? Er war doch dran. Was? Ich habe gedacht, wir ringen jetzt eine Ecke. Ich wollte gerade sagen, dafür erobert sich Pisscheck wenigstens eine schöne Ecke. Dann habe ich mich wohl geirrt. Gemacht von Hummels, auch ein sehr schwieriger und riskanter Pass, den Hummels aber perfekt an den Mann bringt. Ja, es könnte wieder ein Interesse. Also, das sind auch momentan echt nicht leichte Gegner, muss ich sagen. Also, hier lohnt sich auf jeden Fall den Fokus hochzuhalten. Schade. Okay, wir haben noch keinen Schuss gehabt. Müssen wir etwa schon wieder ins 4-3-2-1 wechseln? Das kann doch nicht sein. Oh, zu spät, er macht auch dieses blöde No-Touch-Dribbling und deswegen, das wollte ich aber gar nicht machen. Ich wollte einfach direkt in den Lauf spielen. Ja, da schafft man gegen den Gegner nicht so gut in den Laufweg, in die Passwege uns reinzustellen. Oh, ich wollte mich gerade auf die Ecke vorbereiten. Das sah aber nicht schlecht aus. Das war eigentlich eine gute, ganz gute Flanke mal auf dem kurzen Pfosten, weil da war halt auch jemand da. Also Modest stand da nicht schlecht. Kriegt er noch? Nee, doch nicht. Ich dachte, wenn er springt, macht er noch einen Kopfball. Soll er natürlich auf den anderen Müller gehen. Schade. Er wollte auf Garantie eine Schusstäuschung machen, entweder in den Stand oder halt in irgendeine Richtung, aber er wollte mit Sicherheit nicht schießen. Aber das Problem kenne ich. Ach, mir fällt gerade ein, wir wechseln mal aus 4-3-2-1, weil wir kommen quasi gar nicht durch und irgendwie hat in letzter Zeit das 4-3-2-1 gut funktioniert. So, das ist der langsame Müller. Nehmen wir mal einen schnellen Müller vor. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was hat denn der für eine. Er hat eh keinen guten Abschluss, fällt mir gerade ein. Das ist ein bisschen scheiße, aber egal. Sehr gut. Jungs, macht man nicht straffe Pässe, wenn ich hier normale Pässe anordne.
Krass, dass er den Pass da durch zwei durchbekommt. Hallo, Torhüter, hat keinen Bock oder was? Sehr schön. Mir wäre es lieber gewesen, wenn er vorbeigelaufen wäre. Könnte sogar gelb geben. Oh, das ist natürlich eine billige gelbe Karte. Aber ist immer nicht schlecht, wenn die Außenverteidiger gelb haben. Das blöde Gefühl, dass die Formation auch nicht besser funktioniert. Sehr gut von Sokrates. Ja, ich wollte den Schlenker machen und dann noch um den Gegner herumpassen. Das hat nicht geklappt. Taktisches. Also ich wollte den jetzt umgrätschen. Ich wollte einfach dafür sorgen, dass ich hier nicht durchkombinieren kann, weil ich finde, das hier ist dann meistens ungefährlicher. Irgendwelche merkwürdigen Flanken oder sowas an die Mitte rein. Sag ich doch. Okay, 4-3-2-1 scheint auch nicht wirklich besser zu funktionieren, habe ich so das Gefühl. Ich denke, ja, wir haben immer noch nicht geschossen. Ich werde mal ins 4-1-2-1 verwechseln. Gemacht von Bentaleb. Schade. Aber immerhin mal eine Ecke. Und wir haben mal geschossen. Yay! Und die Formation funktioniert vielleicht besser. Scheint ganz gut zu sein. Also vom Gefühl her jetzt vom ersten. Da habe ich fast gedacht, dass der Torhüter einen Fehler macht. Krass. Verdammt. Das Problem war, dass der erste Pass, der auf Sokrates geht, natürlich auf den gehen soll, der da komplett frei steht. Wäre einfach so geil gekommen. Aber naja, ging halt einfach mal wieder auf den Falschen. Das macht er gut. Schwacher Pass. Krasse Parade auf jeden Fall. Och,
Ach, der Pass kommt wieder in Ballkontakt zu spät. Aber wir machen auf jeden Fall mehr Druck. Ich werde mal wechseln, denke ich. Wobei mir Reus eigentlich noch ziemlich gut gefällt da als Stürmer. Wir können auch Müller mal austauschen. Also den schnellen Müller. Ich glaube, das lasse ich erstmal so. Boah. Er hält die Gegner zwar gut ab vom Ball, aber er steuert sich dann teilweise doch wie ein Baumstamm. Schade. Hätte ich einen kurzen Pass wählen müssen, das war ein Fehler von mir. Oh krass, wir spielen den Ball und dann aber der Gegner auch noch. Interessant. Ein normaler Pass, er macht einen Laufpass draus. Danke, Reus. Ich glaube, jetzt wechsle ich auch Reus aus. Ich habe eh noch keine Wechsel. Schade. Alter, was war denn das für ein schwacher Schuss von Müller, bitte sehr? So ein Ding macht er doch sonst. Wieso lege ich ihn mir noch mal vor? Verdammt noch mal. Macht einen Laufpass draus. Ich habe einen normalen Pass gespielt. Aber wieder Glück. Letzter Angriff wahrscheinlich. Mach's gut, danke. Also er war schon vor mir, lässt er mich wieder durchlaufen. Aber 0-0, mit einem 0-0 kann ich auch leben. Mit einem 0-0 kann ich auch gut leben. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon. Ich hoffe, dass mein Draxler für ganz doll viel Geld verkauft wird. Sehr lange läuft er ja auch nicht mehr. Wir können ja mal gucken, ob schon jemand drauf geboten hat. Oh Gott, ist das peinlich, ey. Was für eine Scheiße.
Aktuelles Gebot 85.000. Oh, wenn er noch von 85.000 mehr gehen würde, wäre so bitter, ey. Ach du Scheiße, oh bitte, ich hoffe, das haben mehrere gesehen. Oh bitte, bitte, bitte. Fuck! Gott, wäre das heftig, ey. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.